willkommen zum Pimp Your Food Zombie Apokalypsen Special. Die Welt ist untergegangen, aber ich bin Felicitas Teen und zeige euch 5 kulinarische Tipps, wie ihr die Zeit übersteht und noch was Leckeres daraus kochen könnt. Das Allerwichtigste zum Überleben und zum Kochen ist frisches Wasser. So, und wenn die Flasche voll ist, kommt ein Deckel drauf. Und los geht's zum zweiten Tipp. Mein nächster Tipp ist, sammelt Grünes aus dem Wald für einen richtig schönen Salat. Entweder wir haben junge Triebe von Buchen oder Birken oder Löwenzahn. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir auch was finden. So, hier draus werden wir nachher einen wunderschönen Salat machen. Natürlich gibt es im Herbst jetzt nicht so viele junge Triebe, dafür ganz viel frischen Löwenzahn. Komm Flo, weiter! Sammelt all die Früchte, die euch der Wald bietet, wie ein großer Supermarkt. Gerade jetzt im Herbst gibt es so viele Pilze. Es gibt Eicheln oder Hagebutten oder Heidelbeeren. Aber jetzt gehen wir erstmal suchen. Pilze immer so weit unten wie möglich abschneiden. Und ein Parasol erkennt ihr eindeutig daran, dass sich dieser Ring hier verschieben lässt. Was viele nicht wissen, Eicheln kann man essen. Man muss sie davon nur 2 bis 3 Tage wässern. Und hier zum Beispiel ist der ganze Waldboden voll. Würde man die Eicheln so essen, wären sie super bitter und ungenießbar. Deswegen habe ich immer ein Wasserglas dabei. Hier sammle ich die Eicheln rein und nach einigen Tagen können wir sie dann wie Nüsse verwenden. Hier haben wir jetzt einen Hagebuttenstrauch. Die roten Beeren kann man zu einem köstlichen Kompott machen oder zur Marmelade. Wichtig ist eigentlich, dass man sie vor dem Verzehr öffnet und diese Dinger hier rausmacht, die Kerne. Das ist nämlich das, was man früher als Juckpulver den Leuten in den Rücken gesteckt hat. Aber wenn ihr natürlich so ausgehungert seid, dass ihr es nicht mehr schafft, die Beeren zu entkernen, könnt ihr sie auch einfach so ins Kompott schmeißen, weil wen stören schon ein paar Kerne. In leeren Häusern kann man immer was Verwertbares finden. Komm, Flo! Flo, komm schnell! Flo, guck mal, was ich gefunden habe! Alter, krass, hier gibt's alles. Komm, guck mal, so ein richtiges Lager, ey. Hier gibt's alles. Mein nächster Tipp, wenn ihr irgendwas findet, wo es Sachen gibt, alte Keller, leere Supermärkte, irgendwas, nehmt alles mit, was ihr kriegen könnt und beeilt euch. Flo, guck mal hier, was ist das Flauschiges? Eine Jacke. Wenn ihr trockene Klamotten findet, seht, dass ihr rauskommt, damit ihr nicht krank werdet. Wir müssen weiter. Wer bist du? Ich bin der Spaß von Spandau, Bitch. Hand of Blood? Wie bitte? Ich hab dich beobachtet, Feli. Wie hast du eigentlich die Zombie-Apokalypse überlebt, ha? Huh? In Spandau herrschen andere Regeln. Und jetzt knall mich ab, denn ich hab um 8 Uhr den scheiß Leuchtturm!